So, betreten wir das Haus mal nochmal. Zack, zack, zack. Und jetzt kämpfen wir ein vorletztes Mal gegen ihn. Oder gegen diese vier. Also komm, hol dein Bäuerlein raus. Ich weiß jetzt nicht, ob unsere Pokémon geheilt sind. Ich hoffe, es sind sie geheilt. Weil es wäre echt blöd, wenn sie nicht geheilt wären. Aber ich glaube schon, dass ich sie geheilt habe im letzten Part. Und ja, es sind geheilt, ne? Ja, muss mir keine Sorgen machen. Und Donnerblitz. Und tschüss. Ja, und schon hätten wir den ersten Kampf. Also es ist nach gut 40 Sekunden Aufnahmezeit. Und Streifjahrheit Level 67. Okay. So, jetzt kommt wieder die Schwester von ihm. Oder was weiß ich, was das für eine ist. Da 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 da. Okay, ja, komm, machen wir es schnell mit Fuchtler. Da will ich jetzt nicht dran lang rumtaktieren. Ist ja eh nur ein Bär. Also, tschüss. Oh Gott, wieder ist auch knapp überlebt. Hey, macht mir nach. Hör auf mir nachzumachen. Tschüss. So, was kommt jetzt? Schlapohr. Okay, da wechsle ich zu Steppy Queen. Wir können auch Chuck Norris einsetzen, aber Steppy Queen hat das niedrigere Level. Und es wäre dann besser. Hier ist der Osterhase. So, Drachenhute. Zwango. Jetzt haben wir die Fähigkeit Schamebolzen. Na toll. Na super. Sprungfeder. Das ist schlecht. Jetzt zertrifft die Attacke wahrscheinlich. Und wird unser Serpikin immensen Schaden zu. Was? So wenig? Na gut. Zurück mit dir in deinen Ball, Schlapohr. Was? Scheint wohl der letzte zu sein. Deswegen wurde es nicht ausgetauscht gerade. Okay. Dann nehmen Lockklinge. Scham. Jetzt komm schon. Hast du noch viel mehr Killattacken drauf, oder? Turmkick zum Beispiel. Naja, tschüss. Du enttäuscht mich. Was? Du bist doch so stark. Ja, das bin ich. So, das war Nummer 2. Jetzt kommt die Oma. Du glaubst tatsächlich, dass du gegen mich gewinnen kannst. Natürlich. Habe ich gestern ja schon geschafft. Oder beziehungsweise in der letzten Aufnahme. Gestern habe ich ja keinen Part gemacht und vorgestern auch nicht, weil ich Schach spielen musste. So, hier haben wir ein Bronzel. Gut, dass wir Streifi draußen haben und gut, dass Streifi auch Hitzekoller kann. Also, Hitzekoller. Auch wie Nitro-Ladung für Streifi besser wäre. Weil, ja, Streifi ja mit normalem Angriff angreift. Na wow, wir können nicht mal heilen. Oh mein Gott, ist das voll schlimm. Nicht. Naja, tschüss. Wobei, es könnte überleben, weil unser Spezialangriff ist gesunken. Obwohl. Ja doch, Hitzekolle ist ja speziell. Ja, dachte ich mir, es hat überlebt. Finte war das, ne? Ich hab grad nicht gesehen, ja, aber es müsste Finte gewesen sein. Finte trifft immer. Und tschüss, Bronzel. Was? Hat überlebt. Ja gut, unser Spitzeangriff ist gesunken. Ich hätte vielleicht auch lieber mit Stromschuss angreifen sollen. Naja, jetzt ist es auch egal. Tschüss, Bronzel. Golgantis, da brauchen wir Pflanze. Oder Wasser. Ich nehme mal die Pflanze. So. Ein Geister gegen. Geister-Pokémon gegen ein Pflanzen-Pokémon. Plants vs. Zombies. Lockklinge. Kill? Willst du einen Kill? Kein Kill. Ah, Hammerarm. Lockklinge. Okay. Und tschüss.
Es kommt jetzt Kangama. Da muss ich leider Chuck Norris rauswählen, weil Kangama ist schon ein härterer Brocken. Also Chuck Norris, ran ans Werk. Kangama! Nahkampf! Bitte, bitte, boom! Und? Ja, tschüss Kangama. War nett mit dir. Oder auch nicht. So, die Oma hätten wir. Was kommt jetzt? Es kommt der alte Mann da. Es juckt mich schon in den Fingern. Wärst du so freundlich, dich mir auch heute im Kampf zu stellen? Ja, muss ich wohl, oder? Hab ja keine andere Wahl. Zaster Clifford. Der hat wohl Ford gegründet. Hahaha, so alt wie der ist. Fortrot. Da hilft nur Wasser gegen Fortrot. Also, ich hole jetzt mal Saiyajin raus. Der Fortrot ist vom Typ Käfergestein. Und Stein-Pokémon sind, wie jeder weiß, schwach gegen Wasser-Pokémon, wie unser Saiyajin ein hier. So, da Fortrot kein... Wobei, Fortrot hat eine hohe Spezialverteidigung und eine Verteidigung. Eine hohe Verteidigung. Aber der normale, die normale Verteidigung ist schwächer. Okay, jetzt hat es einen niedrigen Angriff. Es hat einen hohen Angriff, dafür eine niedrige Defense. Das kann ich ruhig, egal mit welcher Attacke, angreifen. Wobei es ihn so oder so schon gekillt hätte. Okay, Fortrot, der erledigt. Was kommt jetzt? Schlubleck, da müssen wir Chuck Norris wieder anlassen mit einer Nahkampfattacke. Hier ist Schlubleck. Komm, machen wir mal aus diesem pinken Volleyball oder was weiß ich, was das ist für ein Viech. Mal, keine Ahnung, mal einen Boxsack. Verwenden wir den als Boxsack, genau. Nahkampf so. Okay, es war nicht so witzig, ich gebe zu, aber egal. Ich muss euch auch irgendwie unterhalten. Auch wenn es nur lange Witze sind. ja, Quaxo, da holen wir Seppiquin raus. Pflanze gegen Wasser. Laubklinge, wie jeder weiß, sehr effektiv. Das müsste ihn killen, wenn es ein Volltreffer ist. Ist, glaube ich, ein Volltreffer, oder? Nein, kein Volltreffer. Abgesang. Ah komm, jetzt begehst du schon Selbstmord, oder? Na gut, ich mach's schnell. Einfach mal Laubklinge. Da gibt's auch eine tödliche Kombis mit Traunfugil oder Traunmagil. Kann man tödliche Kombis machen. Und zwar Horrorblick einsetzen und dann Abgesang. Dann kann der Gegner sein Pokémon nicht mehr wechseln. Und durch Abgesang wird das Pokémon in 3 Zügen auf jeden Fall down gehen. Das ist eine Killer-Taktik. Und hier kommt Rabigator. Wir müssen unser Seppiquin nach dieser Runde wechseln. Weil sonst Seppiquin durch Abgesang K.O. geht. So, aber ich glaube, den Kampf hätten wir schon längst, oder? Ne, der müsste noch eins haben. Er hatte 4. Das war schon. Na ja, gut. Einer kommt jetzt noch. Oh, die Jugend für Leute. Aber beim nächsten Mal kommst du mir nicht so leicht davon. Heute werde ich bestimmt nicht verlieren, aber du kannst es ruhig versuchen, mich zu bezwingen. So. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch einer am Tisch sitzt, die habe ich anscheinend übersehen. Naja gut. Snebuna, kennen wir ja von gestern, oder beziehungsweise letzte Aufnahme, ich sag dauernd gestern, weil ich ja jeden Tag einen neuen Part mache. Erzwinger, hier müssen wir eine Kampfattacke einsetzen. Wir können auch Feuer einsetzen, aber... Die Attacke ist halt nicht spezial. Ist halt kein Spezialangriff, daher wäre es nicht so unser Vorteil. Halt Streichel ist nicht auf Spezialangriff spezialisiert, so ist es richtig. Fuck, Nachthieb, damit hätte ich rechnen müssen. Naja, gut, Hitzekolle und Snibuna ist schneller, verdammt. Na gut, Snibuna sollte man nicht unterschätzen. Snibuna ist ein harter Brocken, sage ich ja mal. Na gut, Kampfattacken sind hier wohl nur noch das einzige Mittel dagegen.
Ja, komm, nerv nicht. Du stirbst jetzt. Chuck Norris hat Robustheit. Also hätte die Attacke überlebt, wenn es sogar eine KO-Attacke wäre oder so. Das, naja. So, Snibuna hätten wir erledigt. Okay, 2200 Erfahrungspunkte. Zedra King, da müssen wir Step Queen oder nee, ich hol mal Alduine raus. Okay, Drache gegen Drache. Ja. Drache und Licht gegen Drache Wasser. Und wie alle Drachen setzen Drachen Drachenstoß ein und er setzt Drachen Tanz ein. Oh mein Gott, was für einfallsreiche Namen die Attacken von Drachen-Pokémon doch haben. Ah, komm. Das überlebst du jetzt, er hat ja nur seinen Angriff erhöht und die Attacke war ja eine Spezialattacke, na also geht doch. So, das schaffst du, ich glaub an dich. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Flieg am besten davon. Verdammt. Verdammt. Zedra King ist ein zäher Bursche. Ja, komm, ich versuch's mal mit Zeppiqueen. Zeppiqueen ist sehr schnell. Das müsste vielleicht das richtige Mittel gegen Zedra King sein. Ich greife mit Laubklinge. Und er ist schneller, ja gut, ich habe vergessen, er hat der Drachentanz eingesetzt, aber egal, jetzt stirbt er eh mit Laubklinge. Das wird er nicht überleben. Sag ich ja. Tschüss, Zedra King. Vornifras, da holen wir natürlich Saiyajin raus. Alright. Ich tauche mal schnell unter. Schwupps. Inferno. Na gut, die Attacke ist ja ungenau verbrennt, der Gegner. Allerdings, die kannte ja unser Adventi, wo es noch ein Wie heißt es? Lampi, oder? Nee. Ach, keine Ahnung. Halt, wo es noch in die erste Basisstufe war. Nee, ihr wisst Bescheid. Ja gut, Hornweise, da wäre jetzt Feuer vom Vorteil, aber Adventi ist leider down wegen dem Snibuna anfangs. Deswegen muss ich Chuck Norris reinholen. Also komm Chuck Norris, es ist doch nur ein Insekt. Steinkante, vierfach effektiv. Wenn es vom Typ Flug ist. Ja, also geht doch. Und tschüss. Was kommt jetzt? Stallobor. Lass mal Chuck Norris noch draußen. Da können wir auch wieder Nahkampf einsetzen. Badabadabam. Und Stahlobor ist down. Ja toll, ich denke zwar unsere Verteidigung, aber egal. Und das hätten wir. Ihr seid aber doch wohl nach wie vor von Zasters, oder? Ich bin Hieronymus, das nächste Familienoberhaupt, der von Zasters. Ich werde alles tun, um die Ehre meiner Familie zu schützen. Das ist wohl der Vater von dieser Familie. Und er hat ein volles Team, oh Gott. Ein Donphan, eins aus der zweiten Generation. Er hat ein volles Team und wir haben geschwächte Pokémon. Naja. Ich muss wechseln, und zwar zu Saiyajin. Jetzt werden wir wahrscheinlich ein paar Items einsetzen müssen. Ja, das Schlimmste ist gekommen, was ich befürchtet habe, er setzt Erdbeben ein. Okay, okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, taktisch vorgehen, Taucher. Tja, Erdbeben funktioniert unter Wasser nicht, dann wird es ein Seebeben. Und diese Attacke gibt's nicht. Ah, komm, das gibt's doch nicht. Robustheit. Seit wann hat das Viech Robustheit? Mist, 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 Mist. Ah, wir haben noch drei Pokémon und alle drei sind angeschlagen. Okay, Laubklinge.
Ah, das war aber echt fies, dass Don Fun die Fähigkeit Robustheit hat. Das war bitter. So, jetzt Waschaquil. Oh Gott, den Namen kann ich jetzt so gut aussprechen, aber ich weiß, dass es vom Typ Flug und normal ist. Kann man nur in der weißen Edition fangen. Waschaquil, cooler Name, würde ich sagen, ja. Stromstoß. Da ist noch, ist ein physischer Angriff und Streifi spielt auf physisch Angriff und da ist noch Step drauf und ja. Und halt noch Rückstoßschaden ist da auch noch drauf. So, Level 68 für Streifi. Lantern, Wasser, Elektro aus der zweiten Generation. Kein Problem, da können wir mit Pflanzenattacken gut agieren. Finde ich cool, wie das jetzt so leuchtet, diese Laterne da, oder was weiß ich, diese Lampe da auf seinem Kopf. Die blinkt richtig. Finde ich gut. Wasserring, na toll, jetzt haltet sich jede Runde ein bisschen, aber es bringt ihm nichts. Weil er jetzt eh sterben wird. Und tschüss. Landzonen hätten wir erledigt. Und selbst Kühner, ich Level 69. Max Sachs, oh Gott, nein. Drachen-Pokémon. Sehr, sehr hoher Angriff. Hoffentlich trifft unsere Drachenroute. Er erhöht seinen Angriff. Oh Gott, das ist eine heftige Taktik, wenn er seinen Angriff noch weiter erhöht. Schnell auswechseln. Du tauschst jetzt dein Pokémon sofort wieder zurück. Danke. Na toll, jetzt kommt Cesurio. Ich glaube, jetzt muss ich ein Pokémon heilen, aber... Wobei, Chuck Norris müsste es noch schaffen. Aber ich muss mich vorbereiten, falls schon wieder sein Maxax kommt. Deswegen muss ich ein Pokémon wiederbeleben, das eine Eisattacke beherrscht. Und Saiyajin kann eine Eisattacke. Das heißt, ich belebe jetzt einmal Saiyajin wieder. Als Vorbereitung für das Maxax, was jetzt gleich kommen wird. Er setzt dieselbe Taktik ein. Also, na toll. Aber es macht nichts. Denn ich habe schon was geplant. Hypertrank auf Chuck Norris. Dann funktioniert wieder die Robustheit. Und selbst wenn er seinen Angriff auf 6 erhöht, wird Chuck Norris die Attacken auch wegstecken. So, Chuck Norris. Zeig mir, was du drauf hast. Nahkampf. Ah, ist sogar schneller, also ja. Gut, hast du ganz, haben wir ganz gut gelöst jetzt, sag. Und tschüss. Tangolos, eins aus der fetten Generation, ist die Entwicklung von Tangela. Ich muss Chuck Norris leider draußen lassen. Denn jetzt müssen wir ein paar Pokémon wiederbeleben. Kann Blattgeißel, eine sehr starke Attacke. Ich wiederbelebe mal Adventi. Ausringen. Die Attacke kann unser Selbequien, aber ist nicht besonders stark. Funktioniert nur, ist nur wirksam gegen schwere Pokémon und anscheinend ist Chuck Norris recht schwer. Ich würde mal abnehmen, du bist ein Kämpfer, Chuck Norris. So, ja, das ist die Attacke, die ich gemeint habe, Blattgeißel. Kann auch mein Tangolos auf der Weißen. Adventi, da hilft nur ein Hitzekoller. Um dieses Gestrüpp da zu entstrüppen oder was weiß ich. So. Adventi hat den höchsten Spezialangriff aller nicht legendären Pokémon und da ist noch Step drauf. Plus sehr effektiv. Das überlebt kein Pflanzen-Pokémon. Okay, jetzt kommt wieder Maxax. Da müssen wir aufpassen und Saiyajin rausholen, den wir vorhin geheilt haben. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er unser Saiyajin nicht angreifen wird. Bei einem Angriff würde unser Saiyajin killen. Ich glaube mal, er setzt Schwertanz ein und Saiyajin ist sogar schneller. Und er schafft sogar Maxax zu besiegen, das hätte ich nie gedacht. Okay, den hätten wir auch erledigt. Ich glaube, das war sogar der letzte.
Ich schätze, es war wohl ein wenig feig von mir, den Posten des Familienoberhauptes einzunehmen. Du kannst stolz auf dich sein, wie eine so traditionsreiche Trainerdynastie wie die von Zastas bezwungen zu haben. Ja, okay, das war der letzte. Anscheinend kommen hier keine mehr. Ich habe gedacht, es kommen noch ein paar hinzu, bis hier alle Plätze voll sind, aber scheint wohl nett zu sein. Du hast echt drauf, das musst du dir lassen. Ja, danke. Gut, und was ich in diesem Part machen möchte, ist Kleinscheiß. Ja, ein bisschen. Ja, wir fangen also, tun alle Trainer-Rematches. Also spielen Trainer-Rematches, würde ich jetzt nicht sagen. Wir bekämpfen noch die Special Trainer. Und ja, machen noch ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel da wo wir ja den letzten 7 Weißen gefunden haben, mir fällt der Name gerade nicht ein. Mensch, drei Tage kein Pokémon mehr gespielt und schon alles aus meinem Gehirn gespielt. Na gut, dann fahren wir mal schnell zu dem Ort hin, wo wir letztens aufgehört haben. Nein, es ist nicht auf Rote Fetzen, es ist woanders. Und ihr wisst schon bestimmt wo. Wir müssen den Wasserfall hoch. So. Erklimmen wir den Wasserfall. Schwupps. Hier auch noch. Nervensägen. Du Schuft, du. Nerv mich doch nicht. So, hier, tschüss. Scheiß Barschuft. Es reicht mir. Auf den Wasserfall. Wo geht's denn jetzt lang? Ich weiß es nur ungefähr, wo es lang geht. Ich werde den Top-Schutz aktivieren. Anscheinend können die Pokémons nicht lassen, mich zu nerven. Also gut, Top-Schutz, wo bist du? Die wollen's ja nicht anders. So, hier. Ich kann keine wilden Pokémon mehr sehen, seitdem ich... Also hier am Freitag habe ich nachts versucht, Latios auf Soul Silver zu fangen. Und da bin ich durch ganz Kanto herumgereist und bin so viele scheiß Pokémon begegnet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und die mich genervt haben, boah, es war ein Albtraum. So, hier geht's rein, genau. Jetzt sind wir im Schrein der Ernte, genau. So hieß das Teil. Und hier kann man Demeteros fangen, wenn man Boreos und Voltolos, das man nur in der Weißen bekommt, dabei hat und dann oben den Schrein anspricht. Dann erscheint Demeteros. Und wir haben TM35 Flammenwurf gefunden. Die können wir sofort Scalabra beibringen. So, hier Flammenwurf. Nein, da unten. Ach, verdammt, kann man nicht mehr anwählen. Flammenwurf. Hier, Flammenwurf. Okay. Alduin kann auch Flammenwurf, aber Alduin spielt eher auf normalen Angriff. Adventi ist da bestens dafür geeignet. Attacke vergesse ich denn? Ja, ich würde vorschlagen, wir vergessen Blitz. Die haben wir ja nur gebraucht, um dunkle Höhlen zu erforschen. Aber wir erkunden in diesem LP ja keine Höhlen mehr. Denn das Let's Play endet im nächsten Part. Dim. Und hier gibt es auch ein paar Trainer. Deswegen bin ich auch hier. Ich kann euch den Ort mal kurz zeigen. Da gibt es ein paar noch. Und noch ein Item, eine TM genau zu sagen. Lass uns sehen, wessen Pokémon stärker sind. Wahrscheinlich ein Teenager. Okay, er hat 5 Pokémon. Trainer Level 5. Oh. Was soll das? Das ist ein Scherz, oder? Soll es ein Scherz sein?
Na komm, da muss ich jetzt nicht wechseln, also. Das ist doch Kindergarten sowas. Ein Kindergarten-Pokémon. So, tschüss. Das könnten wir sogar mit 40er schlagen oder mit 30er sogar. So, Tanzer. Ja, lassen wir uns das Streifchen nach draußen. Eins aus der zweiten Generation findet man mit Kopfnuss in den Büschen. Aber dazu mehr in meinem Kristall-LP, was ich dann irgendwann mal starten werde. Aber noch nicht. Jetzt. Erst viel später. Nach dem Rubin-LP, was als nächstes kommen wird wahrscheinlich, werde ich Kristall starten. Okay, erhöht seine Verteidigung, aber es bringt ihm nichts. Ich greife einfach mal an mit irgendeiner Attacke. Er hatte eben noch ein KP, könnte man jetzt perfekt fangen, wenn es wild wäre. So, Tanzer ist down. Scheiß Tanzapfen, hahaha. Carapendra. Das ist ein Gift-Pokémon, das weiß ich genau. Und er hat Venti raus und bekämpfen die alte Sau. Bam, und es ist sau schwer, dass gleich die Erde gebebt hat. Na gut, testen wir mal Flammenwurf. Und er vergiftet unser Adventi. Feuer. Und tschüss. Und senkt unser Spezialangriff nicht. Das ist nämlich gut, deswegen habe ich auch Flammenwurf ihm beigebracht. Weil wir noch eine andere Feuerattacke brauchen, außer eine, die unseren Spezialangriff senken wird. Was soll denn das jetzt schon wieder? Komm weg damit. Ariados ist ja ganz cool, aber Weberak ist schwul. So, tschüss. Was kommt jetzt? Maskenregen. Scheiße, ich hätte wechseln sollen. Maskenregen vom Typ Wasserkäfer. Maskenregen, ich sag immer Maskenregen, keine Ahnung. Ja gut, dann nenne ich es einfach mal so. Ich bleib bei Maskenregen. Klingt besser als Maskenregen. Okay, Streifi, komm her. Flugattacke, Luftschnitt. Hat denselben Typ wie Perlipa oder sowas. Nämlich Flug. Ne, ist er Käfer? Käfer? Ist es Käferflug oder Wasserflug? Wasserflug ist es, ne? Ja, Wasserflug. Die Vorentwicklung ist, glaube ich, Käfer, oder? Käfer. Käfer. Wasser ist die Vorentwicklung, ne? Ach, egal. So, das weiß ich nicht genau. So, hier liegt noch ein Item: Schafzahn. Damit kann man, glaube ich, Ding entwickeln. Sneebel zu Snibunna. Wenn es ein Level-Up hat und dieses Item trägt. Ich bin mir aber nicht so sicher. Immer nur gegen denselben Trainer zu kämpfen, ich bin es leid. Da kommst du mir gerade recht. Na gut, ja gut, kein Kommentar. Ach. Was wollt ihr alle mit diesem scheiß Käferzeugs? Da fällt mir ein, ich wollte noch Ramots fangen. Genau, das habe ich ja noch völlig vergessen. Boom, langweilt's mich. So, jetzt aber. Weg damit. Scheiß Käfer-Pokémon aus der vierten Generation, dass man in dem ewigen Wald fangen kann. Der ewige Wald? Ist es ewige Wald oder ewigen Wald in der Schwarz und Weißen? Naja, es gibt ja in der vierten einen, der heißt ewigen Wald oder ewige Wald, keine Ahnung. Kann auch sein, dass es egal vertauschen. Und es gibt einen in der fünften, der heißt auch ungefähr so gleich. Also hatten die Macher echt keinen Namen mehr. Ich hätte ihn vielleicht Wald des so und so genannt oder so, wenn einem kein Name einfällt. Level 69 hatte Adventi inzwischen schon. Wir leveln ganz gut. Wir haben schon fast 70er. Kronjewild, Pflanze normal.
Das ist seine Winterform, weil es Winter ist. Holzgeweih ist eine Spezialattacke, glaube ich einmal. Und tschüss. Ja, down. Sehr schön. So, jetzt kommt aber der... Was? Gift nicht? Okay. Na gut, soll mir recht sein. Ja. Schutz wirkt nicht mehr. Na gut, ich wollte egal das Menü anwählen und Gegengift rausholen. Haben wir irgendwo was gegen Gift, gegen Gift, gegen Gift? Ja, wir haben eine Spezialität. Setzen wir einfach die mal ein. Wir haben ja Hyperheiler, aber ich setze mal Spaß, deshalb mal Spezialität ein. Und zwar auf Adventi. Und jetzt, Items, Bären, Items, Items brauchen wir. Hier Topschutz. So, 26 Stück haben wir noch, das reicht locker. Bis zum Ende des LPs. Sage ich ja auch schon die ganze Zeit. Okay, hier scheint nichts zu sein, außer hier ein Trainer. Das hier ist unser Revier und Spielplatz. Das große Demeteros wacht über uns. Ja, das ist das Pokémon, das ich erwähnt habe vorhin. Ich erkläre es nochmal. Man bekommt es, wenn man ein Voltolos, glaube ich mal. Ich sag einfach mal Voltolos. Halt dieses Wander-Pokémon aus der weißen Edition und das Wander-Pokémon aus der schwarzen Edition in seinem Team hat und dann hierher kommt. Dann erscheint Demeteros auf Level 70 und man kann es fangen. Es ist vom Typ Flug und Boden und kann extrem harte Attacken. So, nochmal zusammengefasst. Und was soll das hier? Ladybar! Oh, komm! Die hätte man auch entwickeln können. Ich wäre mit dem Ledian glücklicher als mit einem Ladybar. Ninjask. Na gut, das schnellste nicht legendäre. Nee. Ja doch, das schnellste nicht legendäre Pokémon. Das schnellste Pokémon ist Deoxys in seiner Geschwindigkeitsform. Ah, Schlitzer. Ja, sage ich ja, es ist schneller. Ganz wie ich gedacht habe, sogar schneller ist unser schnelles Streifi. Und tschüss, Ninjask. Level 69 für Streifi. Alright, hier ist ein Item. It's a Sonderbonbon, a Rare Candy. Alright. We can use it later, when we, before we go to the Pokemon League oder so ähnlich, keine Ahnung. Wenn man den Schrein von Demeteros entweiht, zieht zur Strafe ein schwerer Sturm über das Land. Gar nicht wahr! Das ist doch ein ganz anderes Pokémon, das uns stürmische Winde schickt. Gar nicht wahr, du Dummkopf! Das große Demeteros bestraft Pokémon, die böse waren. Und dies ist sein Schrein. Wenn man den Schrein entweiht, erscheint das Pokémon, das die Stürme heraufbeschwört, und dann hilft uns Demeteros auch nicht mehr. Aber wenn da ein Pokémon ist, das etwas Böses tut, dann tritt das große Demeteros auf den Plan und weist es in seine Schranken. Der größere Dummkopf bist also du. Warte, Dummkopf! Oh mein Gott. Am Schrein huldigen wir einem Pokémon namens Demeteros. Als Boreas und Voltolos heißt, okay. Die Häuser und Felder von Einheit verwüstet haben, kam Demeteros und hat sie für uns in die Schranken gewiesen. Diese Geschichte stammt aus den Tagen, als mein Großvater ein Kind war. Wenn Boreas und Voltolos wieder hier erscheinen, taucht vielleicht auch das große Demeteros wieder auf. Großvater hat es so erzählt. Ja, komm. Okay, ja, ich glaube, das hätten wir. Hier gibt es aber noch ein Item und zwar muss man hier surfen. Aber zuerst, warte, den Schrein, den spreche ich noch an. Den spreche ich noch an, den Schrein. Ein verwirrter kleiner Schrein. Wow. Auf jeden Fall kann man hier, ich erkläre es nochmal, ein letztes Mal, man kann hier Demeteros bekommen, wenn man mit Voltolos und Boreas in seinem Team hierher kommt. Und dann diesen Schrein anspricht, dann erscheint Demeteros. Auf Level 70 vom Typ Boden, Flug und man kann es fangen. Es kann auch heftige Attacken wie Geofissur und Erdbeben und Sandsturm hat es als Fähigkeit.
recht stark, diese Pokémon. Und da ist die Themen, was ich gemeint habe, Bizarro-Raum. Und ich glaube, jetzt hätten wir alles. Hier ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Ja, vielleicht ein paar Trainer noch. Ich schaue mal noch schnell ein bisschen herum. Ja, herum gehen wir mal um diesen See herum. Ah, geht hier nicht. Na gut, dann surfen wir eben hier. So, hier durch. Okay. Schutz wird nicht mehr. Es geht mir langsam auf den Senkel, ständig Schutz aktivieren zu müssen. Aber es nervt mich noch mehr, wenn Pokémon auftauchen. Mit einem niedrigen Level. Und vor allem, wenn es Barschufts oder Raupis sind. So Nobody-Pokémon. Oh Gott. So. Hier sind wir halt entlang gegangen, soweit ich weiß, oder? Haben wir gegen dich schon gekämpft, ja? Hier waren wir noch nicht. Genau, da ist noch eine. Wah! Schleit dich nicht so von hinten an! Das erschrickt man doch! Da erschrickt man doch, ja. Hätten wir die auch fast übersehen, na gut. Aber in meinem Weiß-LP, was ich dann auch irgendwann später machen werde, wird das alles noch viel detaillierter erklärt mit Events und so. Sepa. Na gut, Sepa ist cool, würde ich sagen, aber Seedraking ist besser. Und tschüss, Sepa. What's coming now? Ponita. Da, let's hold Saiyajin from his balls. From his ball, ja. Hello, Ponita. It's time to die. With waterfall. Und tschüss, Ponita. Sonnkern, das allerschwächste Pokémon der Erde. Das Pokémon mit den niedrigsten Werten überhaupt. Warum? Das ist das schwächste Pokémon, das es gibt. Sogar schwächer als Carpador, was ich nicht verstehen kann. Halt von den Werten her. Aber ein Carpador könnte schon killen. Und tschüss, Sonnkern. Sonnkern, wir hatten Sonnkern in seinem Team. So ein Flora geht ja noch, aber Sonnkern. Ein Hypertrank. Können wir gebrauchen für die Liga. Ach, schön. Die Musik ist hier richtig, richtig idyllisch. Auch wenn ich nicht weiß, was idyllisch bedeutet, aber egal. Okay, hier ist ein Häuschen, da bin ich aus dem Häuschen. Oh ne, ne alte Tante, was willst du denn? Boreas erzeugt schwere Stürme und Voltolas bringt Gewitterregen. Versammeln beide sich an einem Ort, erscheint auch das große Demeteros. Ja, komm, das habe ich schon zum over 1000. Mal gesagt. So, und stellt jetzt bitte keine Kommentare nach dem Part, wie bekommt man die Meteoros? Die lösche ich sofort. So, hier ist noch was, wenn man nach unten geht. Nämlich gar nichts. Toll, okay, verlassen wir den Schrein der Ernte. Jetzt wird geerntet. ja, komm. Pissen wir uns einfach mal da. Hier haben wir alle Trainer schon. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber egal. So, fangen wir jetzt wie heißt Ramots, genau. Ich glaube, das mache ich offscreen. Dann gehe ich mal offscreen zu Ramots, mache ein Save State, heile meine Pokémon und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallöchen. Fangen wir Ramots. Du hast uns besiegt beim letzten Mal, aber dieses Mal wird's anders laufen. Jetzt werden wir dich fangen, Ramots.
So, greifen wir einfach mal an mit einer Donnerblitzattacke, genau. Ja gut, hat zwar nicht so viel Schaden zugefügt, wie ich erhofft habe, aber andererseits ist es auch gut, weil... Oh, so viel! Oh Gott, weil wir es dadurch teilweise schwächen können. Ja, und das war's, glaube ich, schon für Streifi. Ramat ist echt ein harter Brocken. Ich probiere es mal mit Adventi. Adventi ist ja immun gegen Feuerattacken. Ja, ich will Flammenwurf einsetzen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Attacke überleben wird. Soll ich es riskieren? Ich riskiere es einfach mal. Komm, hohe Spezialangriff. Schön und gut, aber es ist ein Ramot, gegen das wir antreten. Das stärkste Käfer-Pokémon. Also komm, Ramot, das schaffst du. Ich bin enttäuscht von dir, weißt du das? Ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir. Also gut, ein zweiter Versuch. Und diesmal bleibst du in den Ball drin. Quatsch, diesmal überlebst du. Wir haben ja keinen Ball auf dich schmeißen können, weil du schon nach den ersten Attacken schon gestorben bist. Du schwaches Käfer-Pokémon. Na gut, dann machen wir es eben anders. Machen wir eben sofort Adventi raus und mit einer Flammenwurf-Attacke. Silberhauch. Eine Käfer-Attacke. Da ist noch Step drauf, aber ja gut, so stark ist die Attacke auch nicht, auch wenn sie vorhin unserem Streifi sehr viel KP abgezogen hat. Die Stärke von Feuerattacken wurde erhöht, das heißt unser Flammenwurf ist stärker. Ob es Ramot überleben wird? Ja, gut, oh, gut. Ich dachte schon, jetzt geht's down. Naja gut. Ich probiere es mal mit dem Hyperball. Ich weiß nicht, wie die Fangrate bei Ramot ist. Auf jeden Fall schätze ich mal die eines Legendären. Haha, beim ersten Versuch. Oder ne, beim ersten Ball. Beim ersten Versuch haben wir ja gefailt. Da haben wir es ja besiegt. Okay, Ramot, Sonne, Käfer, Feuer, Größe 1,60 Meter, Gewicht 46 Kilogramm. Es heißt, als das Land einst unter einer düsteren Wolke aus Vulkanasche lag, übernahm es die Rolle der Sonne. Ramot, wie nenne ich es denn? Soll ich es benennen? Nee, komm. Das muss jetzt nicht sein. Das passt schon. Okay, haben wir ein Fluchtseil? Ich glaube eher nicht, deswegen müssen wir auf die alte Schaufler-Taktik, also auf die alte Schaufler-Dinger da zurückgreifen. Okay, Chuck Norris kann Schaufler, lol. So, hoffentlich kann Saiyajin. Ja, komm, Eisstrahl weg, wir können es ja wieder lernen. Hauptsache, wir kommen hier erst einmal aus dieser Höhle raus. Oder aus dieser Ruine, was ist ja egal. Hier gibt es noch ein paar Items, aber ich habe jetzt echt keine Lust zu holen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis und ich glaube, ihr habt auch eher keine Lust mehr, hier zu bleiben. Also ja, komm. Tschüss. Ist zwar schön und gut, dass hier so viele Items drin sind. Hier gibt es sogar auch eine gute TM, aber das muss jetzt leider nicht sein. Also ich mache das LP genau in meinem Weiß-LP, das irgendwann kommen wird und er wird auch eine bessere Qualität haben als die ich jetzt habe. Denn dann habe ich mehr Let's Play Erfahrung und so, und mit Let's Play Erfahrung steigt auch die Qualität der Videos an und na, ihr wisst schon Bescheid, ne? Und dann ist das LP auch ein bisschen besser und ich möchte dieses LP ja, also diese Generation eher mit guten LPs würdigen. So. Sehr schön, lernt Eisstrahl wieder. Und jetzt, ja, jetzt wird es Zeit für die Trainer-Rematche. Und zwar, also Trainer-Rematche, nicht Special Trainer, sag ich mal so. Und zwar kann man Samstag und Sonntag gegen Bell und Sharon antreten. Zufälligerweise ist heute Sonntag. Und zwar, um gegen Bell anzutreten, muss man in Aventia zu Professor Birks Labor hingehen, oder? Ich weiß nicht, ob sie da ist. Ja, dann muss man zuerst zu ihr, bei ihr zu Hause vorbeischauen, glaube ich einmal. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Aber ich glaube ihr schon, ne? Ja, da ist Bell. Bell, du bist verhaftet.
Ich habe mir gerade nochmal den Pokédex angesehen. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Pokémon ich schon getroffen habe. Und jetzt kämpfen? Man kämpft ja in Linds Labor, in Ilches Labor gegen sie. Ich glaube, da muss ich mich erkundigen. Oder vielleicht ist sie, vielleicht muss man ihr Haus verlassen oder sowas. Oder vielleicht geht es ja auch erst auch nach der Liga. Ich bin mir da nicht so sicher. Dann machen wir es eben nach der Liga. Okay, ja gut. Ich glaube, das geht eher nach der Liga. Schade eigentlich. Ich schaue nochmal nach, wo man Sharon trifft. Nämlich Sharon kann man hier treffen auf Route 5. Und dann bleibt er in der Siegestraße. So. Fahrrad. Und falls der Sharon nicht ist, schaue ich schnell im Wiki nach und mach mich schlau. Und wenn es nicht geht, dann machen wir halt die anderen zwei Trainer. Ah, hier ist Sharon Sitzer. Ich dachte immer, nur wer stark ist, zählt etwas in der Welt. Und dann bin ich hier Lauro begegnet. Aber einen Pokémon-Kampf zu gewinnen ist nicht alles. Seit er mir das aufgezeigt hat, hat sich mein Horizont erweitert. Alle sind stark. Ob Mensch oder Pokémon, jeder hat seine besondere Stärke. Die Stärke, seine Träume umzusetzen, die Stärke, etwas zu beschützen. Dass ich jetzt so denke, habe ich dir, Kevin, Bell und nicht zuletzt Lauro zu verdanken. Ich wünschte, er könnte die Dinge auch so sehen. Auf der Siegestraße werde ich mich selbst stellen. Was kann ich erreichen? Was kann aus mir werden? Komm doch auch, dann können wir gegeneinander kämpfen. Okay, also gegen Sharon können wir anscheinend kämpfen. Ich schaue aber trotzdem wirklich nach, wie wir gegen Bell antreten können. Ich schau mal schnell, bis gleich. Okay, ich habe mich schlau gemacht. Gegen Bell kann man erst kämpfen, nachdem man den Champion besiegt hat. Aber bei Sharon ist es anders. Man kann gegen Sharon immer antreten, und zwar ist er immer in der Siegestraße. Fliegen wir einfach... Ach scheiße, man muss die Siegestraße von oben reingehen damit. Oh Gott. Okay, ich muss mal schnell zur Pokémon-Liga fliegen. Nein, nicht aufs Fahrrad, hier, da. Nein, auch nicht Streifi, Alduine. Nein, falsch. Das ist völlig falsch hier. Da, fliegen, da, hier. Pokémon-Liga. So. Und jetzt sind wir wieder am Ort des Grauens. Fahrrad. So, man muss diese Stadt hier betreten und dann ist hier Sharon, wartet einen auf einen und dann kann man gegen ihn kämpfen. Kevin, es ist nicht einfach, sich selbst kritisch zu betrachten. Dabei fallen einem viele unangenehme Dinge ins Auge, die einem stören und vor Scham erröten lassen. Ja, so ist es. Und es ist noch dazu unmöglich, von selbst zu fliehen. Ach, das ist der aus der Pokémon-Liga Eugen, genau. Ich bin hier auf Geheiß meines Meisters. Aufgepasst. Erleidet man eine Niederlage im Kampf, so ist es dennoch ein Sieg, wenn man dabei über sich selbst hinausgewachsen ist. Der Pokémon-Kampf ermöglicht es dir, deinen Gegner und die Pokémon zu erkennen. Und nicht zuletzt auch dich selbst. Gibst du es etwa Lauros Worte als die deinen aus? Nun ja, wonach ich strebe, das ist ein Kampf gegen einen Trainer, der es vermag, über sich selbst hinauszuwachsen. Denn der Schlagabtausch mit einem solchen Trainer würde nicht nur mir, sondern auch meinen Pokémon zu größter Stärke verhelfen. Nun denn, ich erwarte euch in der Pokémon-Liga. Im nächsten Part allerdings. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Also Kevin, lass uns nochmal kämpfen. Okay, Charon, let's battle. Sechs Pokémon hat er. Er hat sein Team vollständig auf Level 60. Ebenso wie wir. Bis auf dass unsere schon fast Level 70 sind. Und das ist ein großer Unterschied. So, Stromstoß. Ja, es kommt wahrscheinlich Mogelhieb. Ja, genau. Ich hätte es mir denken können. Habe ich ja auch. So, Stromstoß. Stromstoß. Patz.
Er heilt sich mit Überreste oder sowas. Zitrobeere kann es auch sein, ja, es war eine Zitrobeere. Nachthieb! Eine Undichtattacke, da war Step drauf. Also gut, Stromstoß. Na, warum ist er jetzt auf einmal schneller? Unseres war doch am Anfang des Kampfes doch schnell, oder? Und warum ist jetzt seins auf einmal schneller? Das wird ein Doppelkill. Gibt keine Erfahrungspunkte dann. Ja, keine Erfahrungspunkte. Toll. Echt toll, Sharon. Klasse Leistung, oder beziehungsweise ich klasse Leistung. Saiyajin raus. Jetzt holt er auch seinen Affen raus. Jetzt macht ihn nicht zum Affen mit deinem Wege-Cheater hier, Eisstrahl. Affe gegen Affe und unser Affe ist schneller. Ja, Pflanzenattacke, damit hätte ich rechnen müssen, aber Saiyajin wird es überleben. Ich glaub an dich. Du Versager, was soll denn das? Das war doch nur ein Energieball. Dachte jetzt echt, dass ein Wasser-Pokémon einen Pflanzen-Pokémon besiegen könnte. Hätte er auch fast. Na toll, alles muss man Adventi überlassen. Flammenwurf. Steinhagel. Super toll. Und er schreckt zurück. Ja, ist ja genial. Alter, seit wann kann Wigilchita überhaupt Steinhagel? Der cheatet doch, oder? Also sowas hasse ich. Jetzt komm, Alduine, mach kurz den Prozess, du bist schneller. Machen wir es schnell mit Body Slam! Body Slam! Und tschüss! Max sagt Drache gegen Drache. Hat irgendwie was, Drache gegen Drache, aber unser ist schneller, glaube ich, oder? Ja, Drachenstoß. Bam! Kill, 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 kill. Warum immer so knapp? Und warum kann sein Wutanfall mit einem Kombi mit Rakoschädel, Alter? Warum überleben die gegnerischen Pokémon meine Attacken immer so knapp und konter dann mit einem One-Hit-Kill? Sowas. Das ist doch kacke, sowas. Ah! Wer hat mir jetzt echt von Sharon geschlagen? Nein, das sehe ich nicht ein. So, weg mit dir. Scheiß Teil. Na, Level 70 für Chuck Norris. Faser Snoop. Scheiß Snoop hier. Ja toll, es ist was vom Typ Flug, das mag zwar schon sein, aber unseres kann Steinkante. Das wird ein Kill, das kann ich euch sagen. So. Also, geht doch. Erst kommt Brokkolos. Können wir einfach zerschmettern mit einem Nahkampf. Bada bada bam. Dum, dum, dum. Ja, das war die Robustheit, das kann er. Die Fähigkeit hat er fast jedes Brokkolos. Tarnsteine, wenn wir jetzt unser Pokémon wechseln, wird unser Pokémon geschädigt. Da ich glaube, dass er sein Pokémon heilen wird, kommt jetzt ein weiterer Nahkampf. Er heilt seinen Pokémon nicht, okay, das wundert mich jetzt. Naja, gut, soll das halt nicht. Brokkolos ist down. Und Chuck Norris hat schon fast wieder ein Level-Up, ist ja unglaublich. Flambirex. Bam, sein Starter. Kampf und Feuer. Ich probiere es mal mit Steinkante. Ist zwar normal effektiv, aber naja, man kann es ja probieren. Da ist auch noch eine Volltrefferquote drauf. Kann, ja, genau. Flammenblitz. Das ist nicht so schön, aber Chuck Norris überlebt, weil ich weiß, dass Chuck Norris die Fähigkeit Robustheit hat. Und er schaltet sich obendrein noch selbst. Und jetzt beenden wir es mit Stärke. So, tschüss. Und schon wieder ein Level-Up für Chuck Norris. In einem Kampf zwei Level-Ups. Unglaublich, von Level 69 auf 71. Danke, jetzt weiß ich, was mir fehlt. Oh ja.
Wenn ich mich weiterhin mit vielen verschiedenen Trainern und Pokémon messe, erfahre ich schließlich, wer genau ich bin und welchen Weg ich im Leben verfolgen muss. Mir wie auch dir stehen die Pokémon stets treu zur Seite. Dass sie mit uns diesen Weg zusammengehen, macht sie so einmalig, ja. Und das war's auch schon. Machen wir noch einen Rückkampf, sage ich jetzt nicht. Einen Kampf halt noch, ne? Und zwar in Stratos City. Da gibt's noch einen Fuzzi, der möchte kämpfen. Aber ich möchte zuerst mal ein paar Tränke und so kaufen. Weil seine Pokémon sind schon vom höheren Level als die von Sharon. Und bei Sharon hatten wir ja schon die Probleme. Also das wird auf jeden Fall sauspannend in der Pokémon-Liga. Da haben sie nämlich alle 70er. Das wird hart. Kann ich euch jetzt schon vorab sagen. Und wir haben gerade erst Anfang 70er. Und so stark sind unsere Pokémon eigentlich auch nicht, würde ich sagen. So, kaufen wir einfach mal 55. Ja, wir haben ja schon 9. Warum sage ich 55? 41, jetzt haben wir 50 Hypertränke. Wie viele Beleber haben wir? 15, das müsste passen. Okay. Und jetzt, meine Freunde, machen wir uns auf den Weg. Es ist Nacht in Stratos City, obwohl es gerade 19 Uhr bei mir ist. 19:50 Uhr, genau gesagt. Oh nein! Ja doch! So, starten wir Game Freak wieder einen Besuch ab. In welches Stockwerk möchte ich? Es gibt ja nur ein Stockwerk. Das 21. Stockwerk. So, hier sind wir. Bei Game Freak. Hinter den Kulissen. Ich bin ein Relax, du Quatsch. Schatz beiseite, ich bin der Grafikdesigner. Nur mal so nebenbei, das Item-Überreste ist von allergrößter Wichtigkeit. Hui, du bist ja richtig stark geworden. Das sieht man gleich. Willst du mit mir ein Kämpfchen wagen? Klar. So, und zwar kann man gegen den hier auch antreten. Und zwar jeden Tag. Game Freak Morimoto. Er hat einen Klangerpader Level 75. Ach du Kacke. Da müssen wir ernst machen. Dürfen nicht dumm taktieren. Ich muss Chuck Norris rausholen. Also langsam. Also, jetzt werden wir nur noch gegen 70er Trainer antreten. Pokémon. Also gegen Trainer, die nur 70er Pokémon haben. Das wird schwer. Nahkampf. Besonders gegen den Champion später, denn der hat ein 77er. Ein Special Pokémon. So, das hätten wir. Cleopatra war nicht so eine große Gefahr. Was kommt jetzt? Flatiamo. Da müssen wir Adventi rausholen. Ist vom Typ Psycho und Flug. Ist die Entwicklung von Flecknoil, diesem Höhlen-Pokémon. Für die, die es nicht wissen, können wir leicht mit Spukball klein kriegen. Er ist schneller, hätte ich mir denken können. Er greift mit seiner Step-Attacke Psychokinese an. Und wir greifen mit unserer Step-Attacke Spukball an. Das müsste ihn killen, weil Adventi hohen Spezialangriff hat. Plus sehr effektiv, plus Step. Ja. Und was kommt jetzt? So, der Cheetah. Das ist der Wasseraffe. Holen wir da unsere Serpikfin raus. Okay. Ja, Löchen. Na, ich greife dich mal mit Laubklinge an. Ist das okay? Ja, schon, ne? Ja. Jetzt, ja, überlebt er. Ich hätte gedacht, dass es killt, aber da war ich mir eigentlich auch unsicher, dass es, dass er es killen wird. Ach, egal. Ja, komm, das wird so, was? Serpikfin überlebt. Oh Gott, okay. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, weil ja, weil er hatte kein Item gehabt, dadurch wurde ja Akrobatik schneller, stärker. So, den ersten Affen hätten wir, jetzt kommt Grillcheater, also er hat alle Affen, das kann ich euch sagen. Jetzt kommt der Feueraffe. So, Saiyajin. Hallöchen.
Ich greife an mit Tauche. Gegenstoß. Na gut, ist eine unlichte Attacke, finde ich nicht so gut. Belchita, du stirbst jetzt. Es. Oh, komm. Was hast du da für ein Item getragen? Citrobeere was? Tahai-Beere. Keine Ahnung, was das bringt. Seinen Angriff habe ich gerade gesehen. Flammenwurf. Oh nein, na gut. Machen wir es zu Ende. Kaskade. Warum habe ich nicht damit gerechnet? Egal. Kaskade, komm. Da ist physisch, ist eine physische Attacke. Zieht sogar mehr ab als Taucher, oder? Ne, gleich viel. Egal, er hat auf jeden Fall eine Top-Genesung verschwendet. Wir brauchen nicht einmal ein Itemfeld mehr auf. Und wir kämpfen gegen 70er. Na gut, seine Pokémon sind ja auch nicht so besonders stark wie unsere. Zebritz, willkommen in den Club der Zebritz-Besitzer. Zebritz, was setzt man gegen Zebritz ein? Ich hol mal Alduine raus. Game Freak Morimoto. Was? Level 77? Oha. Knirscher. Ich wollte mit Body Slam angreifen. Aber da ist ja kein Step drauf. Deswegen greife ich mit Knirscher an. Denn die Attacke müsste... so wenig. Okay. Ich probiere es mal mit Drachenstoß. Er greift dann mit Stromstoß, die nicht sehr effektiv ist. Weil Alduine, der vom Typ Drachen ist und Drachen-Pokémon sind gegen Elektroattacken fast immun, würde ich sagen. Oh Gott, aber nicht gegen Gigastoß. Jetzt übertreibt das aber. Und tschüss. Oh, hast du überlebt, okay. Respekt, Respekt. Trikefalo sollte man nicht unterschätzen. Vegicheater, jetzt kommt der letzte Affe. Der Pflanzenaffe, der uns vorhin bei Jerem Probleme bereitet hat. Da holen wir natürlich Adventi raus. Ich hoffe, sein Vegeta kann auch nicht Steinhagel. Das wäre echt fies, wenn dieses Vegeta Steinhagel beherrscht. Hitzekoller. Ja gut, es kann zwar kein Steinhagel, aber es kann Knirsche. Das ein Volltreffer ist, also... Da will mich doch jemand... verarschen. Okay, ich hole eine Fliegenattacke aus dem Ärmel. Jetzt hoffe ich nur, dass Trickgefahr schneller ist. Fliegen. Das gibt's doch nicht. Also gut, ich probiere es mal mit einer anderen Taktik. Jetzt muss ich ein Item einsetzen. Wobei, Chuck Norris, das schaffst du doch, oder? Ich meine, das ist ja nur ein Pflanzenaffe. So, Gigastoß. Na komm, das überlebst du doch locker. Die Attacke ist... Oh. Ich dachte schon. Oh, so wenig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vegeta ist stark. Sollte man nicht unterschätzen. Und tschüss. Oh je, oh je. Jetzt haben wir noch Streifi, Saiyajin und Zappy-Queen. Ich probiere es mit einer Hitzekoller-Attacke von Streifi. So, Hitzekoller. Okay, und damit hätten wir diesen Affen auch erledigt. Und den hätten wir auch geschlagen. Boah, das war jetzt ein heftiges Vegeta. Ja, und man kann, wie gesagt, jeden Tag gegen den antreten. Ja. Und ich möchte euch noch was zeigen. Hier ist irgendwo namens Future. Ah ja, was? Ah ja, genau. Was hältst du von dieser extra dramatischen Komposition? Oh mein Gott! Hey! Evakuiert dieses Gebäude! Team Rocket ist hier! Ah, Team Rocket! Ja, das ist die Musik aus Soul Silver und Hell's Gold. Die Team Rocket Musik. Haben sie ein lustiges Feature eingebaut. Allerdings ist die Musik auch
Nur von kurzer Dauer, wenn man hier wieder das Stockwerk verlässt, ist die Musik schon wieder ganz dem Alten. Und jetzt gibt es hier noch einen Trainer, die neben mir noch nicht angetreten sind. Genau genommen ist es eine Trainerin, die befindet sich in Ondula. Aber mehr dazu jetzt gleich. Erst nachdem wir unsere Pokémon geheilt haben. Wir heilen meine Pokémon und zwar schnell. Ich will eine Speed-Taste. Ich will eine Speed-Taste. Ich will eine Speed-Taste. Ich will eine Speed-Taste. Game Freak, bau eine Speed-Taste ein in euren Pokémon-Spielen. Okay, bevor ich hier noch anfange, hier Opernsänger zu werden, gehe ich hier lieber zu diesem Haus hier. Nämlich, wir haben ja hier das Haus von Ondula unter die Lupe genommen, bis auf dieses hier. Mal schauen, wer da drin ist. Da ist ja tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit. Wer hätte gedacht, dass ich hier in diesem fernen Land jemanden begegne, der die gleichen Augen hat wie ein gewisser Pokémon-Trainer. Sag, wie heißt du? Aha, Kevin. Den Namen werde ich mir merken. Ich heiße Cynthia und bin Trainerin. Ich bin sehr wissbegierig, weißt du? Darum erforsche ich die Legenden, die sich um Pokémon ranken. In Ondula gibt es doch eine Wasserruine, Unterwasserruine, nicht wahr? Und ich kann hier das Anwesen eines Bekannten als Unterkunft benutzen. Ich fände es übrigens sinnvoll, wenn wir unsere Pokémon mal gegeneinander antreten ließen. Auf diese Weise können wir uns nämlich besser kennenlernen. Willst du also gegen mich antreten? Naja, du bist zwar die Champion von Sinnoh, aber okay. Unmittelbar vor einem Kampf beginnt mein Herz immer schneller zu schlagen. Ich spüre förmlich die Vorfreude der Pokémon in ihren Bällen. Geht es dir auch so? Okay, Cynthia! Champion von Sinnoh! Sie hat ein Creepook! Level 75, hat keine Schwäche. Denn Creepook ist vom Typ Unlicht und Geist. Da muss ich improvisieren mit einer Stromstoßattacke. Also wir sollten sie auf keinen Fall unterschätzen, denn die zählt zu den stärksten Trainern im gesamten Spiel. Doppelteam. Na gut, wir haben ja X-Treffer. Damit können wir es ausgleichen, falls wir Probleme haben werden. Doppelteam. Ja gut, jetzt kommt dann wahrscheinlich ein Heil-Item. Deswegen setze ich jetzt einen X-Treffer ein. X-Treffer. Wo haben wir X-Treffer? X-Treffer. Hier X-Treffer. Okay. Jetzt kommt das, was ich gesagt habe. Jetzt kommt eine Top-Genesung. Und jetzt dann nochmal X-Treffer, damit wir die Genauigkeit wieder beim Alten haben. Sie setzt nochmal Doppelteam ein. Ich probiere es mal nochmal mit Stromstoß. Ja, jetzt ging die Attacke daneben. Es liegt Doppelteam bei 4 Fluchtwert und unsere Genauigkeit liegt bei plus 2. Erhöhen wir sie auf plus 3, damit das Creepook langsam wieder getroffen werden kann. Oh Gott, mir gehen langsam die Wörter aus. Na gut, ich nehme ja schon eine Stunde und 10 Minuten auf. Es liegt sein Fluchtwert bei 5, glaube ich. Und unsere Genauigkeit liegt jetzt bei 4. So, jetzt ist seine Genauigkeit auf 6 Maximum übrigens. Und unsere liegt bei immer noch 4, würde ich sagen, oder? 4, ja. Ich riskiere es aber trotzdem mit Stromstoß. Ja, gut. Irrlichts. Ja, gut, okay. Jetzt muss ich leider
Gottes X-Treffer nochmal einsetzen, auch wenn jetzt wahrscheinlich unser Streife zu brennen anfangen wird. Spukball, fuck. Survive. Uiuiui. Streife ist momentan das einzige Mittel gegen den, weil wir haben so viele X-Treffer jetzt eingesetzt, dass wir Streife jetzt auf dem Feld behalten müssen, bis Kripok tot ist, ja. Auch wenn jetzt da Angriffe kommen werden, die unser Streifi killen könnte. So, jetzt noch ein letztes Mal X-Treffer, dann ist die Genauigkeit wieder beim Alten. Spukball! Kein Volltreffer, das wäre Streifis Untergang. Oh, ich dachte schon. Okay, Hypertrank. Boah. Ich bin zwar nicht so der Fan von ständigen Heilen, aber bei diesem Kripok, das so sehr auf Doppelteam spielt, müssen wir es einfach machen. Jetzt komm schon, die Genauigkeit liegt da. Spezialverteidigung sinkt, das könnte unser Untergang sein. Oder Streifis Untergang. Was soll ich jetzt machen? Die Spezialverteidigung ist gesunken. Es könnte Streifi im nächsten Zug killen. Selbst wenn wir es jetzt heilen würden. Aber wenn wir es nicht heilen, wird es down gehen. Und wenn wir angreifen, wird es auch down gehen. Mit Stromstoß zum Beispiel. Aber ich greife trotzdem an. Mit Stromstoß, komm, jetzt der Angriff. Wir müssen ja auf unser Glück hoffen, dass andere Pokémon Kripok schädigen können. Ja, Streifi ist down. Sorry Streifi, deine Genauigkeit ist wieder weg. Und Kripok ist jetzt wieder sicher. Eieiei, da muss ich Alduin einsetzen. Auch wenn jetzt Irrlicht kommt, ist mir völlig Latte. Alduin ist unser stärkstes Pokémon. Ich gebe ihm jetzt mal die letzten 3 X-Treffer, die wir noch haben. Damit wir auch einigermaßen wieder Kripok angreifen können. Die Attacken, die jetzt kommen werden, sind nicht sehr effektiv. Und nochmal ein X-Treffer. Das wäre jetzt noch fies, wenn Kripok Staffette hätte. Dann könnte es jederzeit wieder austauschen. Und das ist das, was ich befürchtet hatte. Alduin brennt. X-Treffer nochmal auf Alduine. Spukball! Bumm. Haben wir eine Top-Genesung dabei? Muss schauen. Yep, wir haben Top-Genesung. Wunderbar. Also ich würde sagen, Kripok ist das schwer zu killendste Pokémon, was er hat. Wegen dem Doppelteam und weil es halt keine Schwäche hat, ist es sehr schwer zu besiegen. Jetzt müssen wir angreifen, weil wir haben keinen X-Treffer mehr, oder? Ich schau schnell, Moment. Nein, wir haben leider keinen X-Treffer mehr. Ich muss jetzt angreifen mit Knirscher. Und trifft, sehr schön. Ehrlich, ja gut, jetzt will es unser Pokémon zum Brennen bringen, weil dann der Angriffswert sinkt. Aber trotzdem greife ich weiter mit Drachenstoß. Ich hätte nicht gedacht, dass die Attacke trifft, aber sie hat getroffen. Und das ist sehr schön. Irgendwann kann sie auch nicht mehr angreifen, weil sie keine AP mehr auf Spukball hat. So, Knirscher. Und Trigefalo hat Kripok besiegt. Oh Gott. Und zwar gerade mal ihr erstes. Okay, erstmal durchatmen. Und jetzt kommt Milotic. Oh je, oh je. Milotic ist sehr stark. Kann auch Eisstrahl, aber trotzdem werde ich Zappy-Queen einsetzen. Und ich glaube auch, dass es schneller ist als Zappy-Queen, aber ich muss es riskieren. Wir haben keine andere Wahl. Wir sind vom Level... Wir haben das benachteiligte Level. Also wir haben das niedrigere Level als sie, deswegen muss ich angreifen. Ah, es kann nicht nur Eisstrahl, sondern Blizzard kann's. Uiuiui. Ob Zappy-Queen das überleben wird... Oh, es hat überlebt. Sehr schön. Oh, okay.
Und Sebkin, schaffst du es? Schaffst es? Ja. Ah, oh, sehr schön, Sebkin. Sehr gute Arbeit. Du hast den Mittelweg geschlagen. Rascha Quilschwede. Kennen wir noch? Da hole ich Chuck Norris mit einer Steinkante raus. Und falls der Gegner Sturzflug einsetzen wird, wird Chuck Norris das überleben. Wegen Robustheit. Und Steinkante trifft sogar. Ich hätte nicht gedacht, dass Chuck Norris schnell ist als ein Flug-Pokémon. Aber es schafft es nicht, ihn zu killen. Jetzt kommt Sturzflug, wird Chuck Norris KP auf 1 reduzieren. Aber er verlässt das Waschakvieh wird dadurch verlässt. Es kommt wahrscheinlich eine Top-Genesung von ihr. Na doch nicht. Chuck Norris killt sogar. Okay. Lucario, Stahlkampf. Ich lasse mal Chuck Norris nach draußen. Und falls Chuck Norris es nicht schafft, werde ich Adventi einsetzen müssen. Fuck, Turbo-Tempo. Turbo-Tempo, ja. ja gut, ich muss Adventi jetzt einsetzen. Auch wenn Lucario vielleicht eine Gesteinsattacke wie Steinkante kann. Ich riskiere es jetzt einfach mal mit Hitzekoller, Drachenpuls. Interessant. 13, 12, 11, 10. Oh, 10, okay. So, jetzt müsste Lucario killen. Also, geht doch. Oh, okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Shit, 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 shit. Alles bloß nicht Knackrack. Wie sollen wir Knackrack besiegen? Knackrack ist ihr stärkstes Pokémon. Ah, ich habe keinen blassen Dunst, wie wir Knackrack besiegen können. Eisstrahl trifft. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, Knackrack setzt so Drachenwut ein. Und one-hitted Saiyajin. Was jetzt auch kommen wird, glaube ich. Erdbeben. Komm schon, das musst du überleben. Das musst du überleben. Überleb, bitte. Oh, ich liebe dich, Saiyajin. Ich glaube, ich gehe dann zum Pokémon-Namenbewerter und mache dann neben den Saiyajin noch ein Herzchen hin. Zapplerang, wieder ein Pokémon, das keine Schwäche hat. Ist zwar vom Typ Elektro, ja, ist klar, aber es hat die Fähigkeit Schwebe. Und das ist ihr letztes Pokémon. Und warum habe ich mein Pokémon nicht gewechselt? Ich bin so schlau. Da tauche ich doch glatt unter, auch wenn jetzt wahrscheinlich... Ich dachte, jetzt kommt Ding, die Attacke, die ich streichen kann. Wie heißt die? Ladungsstoß? Ne, Quatsch. Ne, Flammenwurf heißt die auch nicht. Na, fällt mir der Name nicht gerade ein. Okay, wir haben noch drei Pokémon. Sebikwin, Adventi und Alduin. Alduin hat noch am meisten KP. Jetzt hilft nur ein Hitzekoller. Und besiegt. Cynthia hätten wir geschlagen. Oh, wir haben die Champion von Sinnoh geschlagen. 15.400 Poké-Dollar. Was für ein fantastischer Kampf. Echt großartig. Und die Ähnlichkeit ist wirklich vorhanden. Du hast in der Tat etwas von jenem Trainer, mit dem ich einst zusammen Giratina gegenüberstand. Aber wie dem auch sei, die Sache ist die, hierher komme ich ja nur im Frühling und im Sommer. Ich muss bedenken, ich habe schon in Sinnoh sehr viel zu erforschen und auch sonst eine Menge zu erledigen. Aber ich freue mich immer, wenn du mir einen Besuch abstattest, lieber Trainer. Und das war's. Das war auch die letzte Special Trainerin, genau gesagt. Und jetzt fliege ich zur Pokémon Liga. Und im nächsten Kampf werden wir Lauro herausfordern. Und um den Titel des Champs von Einer kämpfen. Aber zuerst müssen wir unsere Pokémon heilen. Denn mit angeschlagenen Pokémon kommen wir hier überhaupt nicht voran. Okay.
Gut, dann beende ich den Part jetzt und dann sehen wir uns im nächsten Part, im letzten, nächsten Part und kämpfen dann um den Champion-Titel von Einal. Bis dann, Leute. Servus.